Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Sitchgoes Tech World. Mein Name ist Silvan und es geht heute um ein spannendes Thema. Wie ihr alle wisst, sind die ganzen Energiepreise explodiert und was eignet sich da am besten? Ich finde, zum Beispiel kann man hier ein bisschen entgegenwirken, indem man hier zum Beispiel schlaue Thermostate einbaut in seine Heizung, die zum Beispiel beim Öffnen des Fensters reagieren und hier die Heizung ausschalten, denn das vergisst man ja sehr oft, wenn man sein Fenster aufmacht, läuft die Heizung immer noch weiter und das ist auch in meinen Augen ein bisschen naja, eine Geldverschwendung, sage ich mal, wenn man das öfter macht oder Energieverschwendung und das natürlich sieht man dann am Schluss auch im Geldbeutel, wenn dann auch die ganzen Rechnungen eintrödeln, was dann natürlich sehr, sehr blöd ist. Das ist nur ein Beispiel. Und ich habe hier vom Hersteller Inkbird, und zwar haben die ein neues Thermostat und ein Gateway entwickelt oder auch herausgebracht. Und dieses wollte ich euch gerne hier im Video etwas näher vorstellen. Und bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, noch kurz ein Intro und dann geht's los. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Gute Arbeit. So, schauen wir uns als allererstes noch den Lieferumfang an. Ihr seht hier auch schon den größten Teil oder den wichtigsten Teil, der hier mitgeliefert wird, auf dieser Verpackung. Und zwar haben wir hier einmal eine Steuereinheit, die auch gleichzeitig als Gateway fungiert. Und zwar kommuniziert diese dann hier mit den einzelnen Thermostaten und kann diese dann hier, je nachdem, was ihr an dieser Steuereinheit einstellt, auch direkt an die Thermostate weiterleiten und diese dann je nachdem steuern. Dann haben wir, wie schon erwähnt, natürlich auch ein Thermostat. Somit haben wir hier auf jeden Fall sozusagen ein Starter-Kit, wo das Gateway und schon mal hier ein Thermostat mit dabei ist. Die Steuereinheit besitzt einen integrierten Akku, somit bekommt ihr hier auch noch ein USB-Typ-C-Ladekabel, um die Steuereinheit aufzuladen. Und für das Thermostat haben wir dann hier noch verschiedene Adapter, denn jeder Radiator kann anders sein und deswegen werden hier verschiedene Adapter mitgeliefert, damit diese auch dann auf euren Radiator drauf passen. Zu guter Letzt haben wir dann hier auch noch eine Bedienungsanleitung, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt hier die einzelnen Geräte näher an. So, unser Gateway mit Steuereinheit wird hier einfach hier per Touchgesten bedient und wir sehen hier zum Beispiel jetzt gerade das Wi-Fi-Symbol, das uns gerade zeigt, dass er sich gerne verbinden würde mit unserem Router. Das möchte ich aber gleich nochmal hier zusammen mit euch durchgehen, damit ihr seht, wie einfach die Installation hier mit dem Router ist. Weiter haben wir, wie ihr sehen könnt, hier auch eine Beleuchtung und diese schaltet sich dann auch nach einigen Sekunden, wenn man nichts drückt, auch wieder aus, um hier natürlich Akku zu sparen. Der Akku selber, den seht ihr hier oben, den Zustand. Außerdem seht ihr hier auch die momentane Temperatur im Raum. Und hier zum Beispiel auch die Verbindung zu euren Thermostaten. Das Gerät ist ja jetzt in dem Fall auch schon mit meinem Thermostat verbunden, da ich das schon vorher natürlich auch ausprobiert habe. Aber ich wollte euch gerne hier auch nochmal die Installation zeigen. Des Weiteren könnt ihr hier über die Plus- und Minus-Tasten, wie gesagt, auch die Temperatur einstellen und noch weitere Optionen hier durchführen. Die Steuereinheit selber lässt sich nur hinstellen, hier mit diesem ja, kleinen Fuß hier. Dieser lässt sich auch nicht wegmachen, zumindest habe ich es nicht hinbekommen und wollte auch nicht fester dran ziehen, damit ich das Ganze hier nicht abbreche. Auf der Seite befindet sich dann unser USB-Typ-C-Port zum Aufladen des Displays. Dann kommen wir hier zu unserem Thermostat. Dieser wird hier mit zwei AA-Batterien betrieben.
Diese sind hier nicht im Lieferumfang mit dabei und kommen hier einfach rein. Und zwar dreht ihr das Ganze hier einfach auf und legt dann hier die Batterien auch wieder ein. Es wird euch auch hier gezeigt, wie ihr die Batterien einlegen müsst. So, nachdem ihr das wieder zugemacht habt, startet es und verbindet sich dann eigentlich auch hier wieder mit eurer Steuereinheit. Ihr seht auch hier zum Beispiel, dass alles hier identisch ist wie mit der Steuereinheit selber. 21,7 Grad sind es momentan hier im Zimmer. Und ihr seht auch hier, dieses Symbol bedeutet, dass wir in einem sozusagen Aufheizvorgang sind. Und in diesem Zustand solltet ihr auch dieses Thermostat dann auch an euren Radiator festmachen. Das zeige ich euch dann aber auch nochmal. Wir sehen hier auch nochmal so eine gelbe Umrandung um das Display rum und auch hier nochmal an dem Batteriefach. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr stylisch aus. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ihr seht hier zum Beispiel hier auch, wo ihr die Temperatur einstellen könnt. Ihr könnt das Ganze hier auch wieder per Touch-Gesten machen und ihr seht, das Ganze ist auch hier beleuchtet. Und außerdem habt ihr auch die Möglichkeit, hier eine Kindersicherung sozusagen zu aktivieren, damit zum Beispiel Kids oder ihr selber auch nicht versehentlich hier beim Wischen oder sowas die Temperatur verändert und das dann euer Ergebnis nicht ist, das ihr haben wolltet. Was ihr noch machen könnt, ist, wenn ihr zum Beispiel das Thermostat von dieser Seite hier installiert, wäre ja hier das Display falsch rum und deswegen könnt ihr hier einfach aufs Plus drücken und schon ändert sich hier die Ausrichtung des Displays und es würde hier alles wieder passen, auch um perfekt ablesbar zu sein. Das finde ich auf jeden Fall super und gut gelöst. So, nun richten wir das Ganze hier ein und zwar wird hier die App Inkbird benutzt, die könnt ihr euch im Play Store und im App Store runterladen. Und was ihr benötigt, ist einfach einmal euch hier zu registrieren. Das habe ich natürlich schon gemacht. Ich logge mich eben ein. Habt ihr das gemacht, wird euch auch hier angezeigt, wie die App aufgebaut ist. Und das könnt ihr hier einfach, indem ihr auf Weiter klickt, die nächsten Anweisungen ansehen. Aber es ist ja sehr einfach und zwar wollen wir uns ja jetzt hier einfach mal mit dem Getaway sozusagen hier verbinden. Da geht ihr hier einmal auf das Plus, bestätigen und er sucht dann hier selbstständig nach dem Gerät. Und ihr seht, er hat es hier auch direkt gefunden und wir drücken hier auf Hinzufügen. Dann als nächstes wählt ihr euer 2,4 Gigahertz Wi-Fi-Netz aus. 5G wird nicht unterstützt. Und das mache ich jetzt hier dann auch einmal. Ich nehme hier einfach dieses hier. Und dann gehen wir hier einfach auf nächsten Schritt. Und da sollte sich dann hier verbinden. Und auch hier dieses Wi-Fi-Symbol, das hier so blinkt in der Ecke, sollte dann hier nicht mehr blinken. So, das war es auch schon. Wir sind jetzt hier einmal mit diesem Getaway hier und in der App hier verbunden. Und das seht ihr auch hier. Jetzt klicken wir einfach mal hier drauf. Und dann sehen wir auch schon, da ich wie gesagt schon hier mit dem hier, mit dem Thermostat hier gekoppelt bin, sollte er hier auch direkt auftauchen. Und das tut er auch. Und ihr seht ihr auch die ganzen Daten von dem Gerät und ihr könnt diese hier auch in der App dann auch einstellen, je nachdem, wie ihr das so haben möchtet. Ihr könnt hier zum Beispiel auch die Kindersicherung und so weiter über die App hier einstellen. Außerdem könnt ihr hier auch, wenn es mal irgendwann Updates geben sollte, diese dann hier über die App aktualisieren lassen oder ihr wählt auch aus, dass sich das automatisch aktualisiert. Aber gehen wir einfach der Reihe nach durch. Hier haben wir jetzt einmal den Screen von unserer Steuereinheit, also unserem Getaway. Hier sehen wir auch hier einmal den Akkuzustand hier oben. Dieser wird euch hier auch angezeigt, wenn das Ganze hier
schwach ist. Außerdem bekommt ihr hier auch nochmal eine Warnmeldung, wenn hier das Thermostat hier auch die Batterie zu Ende geht. Wir gehen hier einmal auf Temperatureinstellungen. Hier könnt ihr zum Beispiel jetzt dann einstellen, in welchem Temperaturbereich hier geheizt werden soll. Und außerdem könnt ihr hier noch 11 zusätzliche Zeitbereiche auswählen. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel in der Früh von 6 bis 8, von meinetwegen auf 24 Grad heizen. Dann, wenn ihr in die Arbeit geht, könnt ihr das wieder runterdrehen lassen. Da drückt ihr einfach auf ein Plus-Symbol und wählt das Ganze hier dann einfach aus. Ist super einfach gemacht hier. Und so könnt ihr hier bis zu 11 verschiedenen Zeiten über den Tag gesehen her hier einstellen, je nachdem, wie es für euch am besten ist. Ja. Dann haben wir hier zum Beispiel bei der Geräteverwaltung, da könnt ihr zum Beispiel das Gerät auch wieder hier komplett löschen. Ihr könnt auch die Einstellungen zurücksetzen. Das Ganze könnt ihr auch hier auswählen, welches Gerät hier zurückgesetzt werden soll, zum Beispiel das Thermostat. Dann, je nachdem, wenn ihr mehrere habt, könnt ihr das dann hier auch auswählen. So, dann haben wir hier einmal hier noch bei Temperatur. Hier könnt ihr auch noch ein paar Sachen einstellen. Hier könnt ihr die Thermostattemperatur einstellen. Wenn die jetzt hier zum Beispiel bis 45 Grad erreicht, dann schaltet sich das Gerät aus. Und andersrum auch wieder, wenn es unter minus 5 Grad zum Beispiel fällt, schaltet sich das Ganze hier auch wieder ein. Das ist jetzt hier nur für dieses eine Thermostat. Ihr könnt das Ganze aber auch hier einheitlich machen. Wie gesagt, wenn ihr mehrere Geräte habt, könnt ihr das dann hier, höchstwahrscheinlich sind dann hier die anderen Geräte auch hier eingespielt und ihr könnt diese dann hier auch manuell so einstellen, wie es für euch am besten passt. Weiter haben wir hier andere Einstellungen. Hier könnt ihr zwischen Grad und Fahrenheit wechseln. Ihr könnt hier diese Kindersicherung aktivieren. Ihr könnt auch die App hier als dunklen Modus oder hellen Modus, also je nachdem, wie ihr das so haben möchtet, einstellen. Dann bei mehr könnt ihr hier zum Beispiel hier auch eine Offline-Notification bekommen. Das heißt, ihr werdet benachrichtigt, wenn die App hier oder wenn hier das Gerät offline geht, nicht die App. Dann bekommt ihr auch hier eine Benachrichtigung. Außerdem könnt ihr hier zum Beispiel auch schauen, ob es ein Update gibt, wie vorhin erwähnt, und hier auch einen Haken setzen, damit dies auch automatisch passiert. Ich möchte aber eigentlich immer sehen, wenn ein Update da ist, was da eigentlich auch neu ist. Deswegen will ich vorher immer eine Info bekommen, bevor das aktualisiert wird. Netzwerk könnt ihr hier nochmal ändern. Ihr könnt hier auch Namen ändern. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier das Gateway zu entfernen. Und hier in der Moduseinstellung, was bestimmt für die ein oder anderen sehr wichtig ist, gibt es hier zum Beispiel auch einen Frostschutzmodus, eine wasserdichte Waage und hier auch ein Urlaubsmodus. Wenn ihr den Frostschutzmodus hier aktiviert, wie in dem Fall, könnt ihr hier eingeben, ab wie viel Grad er das Ventil öffnen soll, damit die Rohre nicht einfrieren. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch, gerade im Winter, wenn ihr nicht da seid, damit auf jeden Fall hier eine konstante, ja, ich sage mal, Durchlauf, ein Wasserdurchlauf ist, damit hier die Rohre nicht einfrieren. So ähnlich funktioniert das Ganze hier auch bei dieser wasserdichten Waage, so nennt sich das hier. Hier könnt ihr einstellen, wenn zum Beispiel 20 Tage hier nicht mehr das Ventil bewegt wurde, damit sich dieses auch öffnet und einmal hier die kompletten Rohre im System einmal spült sozusagen. Das könnt ihr hier auch ändern, wie ihr möchtet. Und im Urlaubsmodus bekommt ihr, wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid, weiterhin, auch wenn es ausgeschaltet ist, eure Temperatur der einzelnen Ventile auch angezeigt. Und das ist auch sehr praktisch, um das Ganze einfach zu verfolgen, wie es zu Hause oder wie das in den Zimmern von der Temperatur her ist. Noch als kleine Info, falls ihr das Thermostat noch nicht installiert habt, wie jetzt ich in meinem Fall schon vorher gemacht hatte, drückt ihr hier auf diesem Display dann auf das Plus-Symbol und sobald das Ganze hier
eingeschaltet ist, sollte es sich hier dann mit diesem Thermostat hier verbinden. Ihr seht dann hier, dieses Zeichen sollte blinken, wie hier auf dem Smartphone, auf dem Bild. Und dann nach einer erfolgreichen Verbindung blinkt das nicht mehr, auch wie gesagt, hier oben ist das Symbol nochmal und hier in unserer Steuereinheit. So, dann zeige ich euch, wie man das Ganze hier auch installiert. Ihr seht hier einmal mein altes Thermostat und hier auch bald mein neues, das ich hier dann installieren werde. Ihr seht auch hier, jetzt ist die Shift falsch herum, deswegen einfach aufs Plus und dann dreht sich das Ganze. Sieht doch auf jeden Fall viel besser aus als mein altes. Was ihr jetzt beachten müsst, ist auf jeden Fall beim alten einmal voll aufdrehen, also komplett auf, und danach wird das Ganze hier einfach an der Schraube aufgemacht, und zwar einfach mit der Zange. So. Und dann dürfte es nicht sehr fest drauf sein. Wird das Ganze hier einfach ein bisschen gelockert. Und dann kann man das hier schon auch per Hand aufschrauben. So sieht unser altes aus. Und das ist hier das neue. Wie gesagt, einmal voll aufdrehen und dann erst ausbauen. Ihr könnt auch hier einmal diesen Stift hier testen, ob der hier gängig ist. Er lässt sich drücken. Das ist schon ein gutes Zeichen, dass das Ventil hier auch funktioniert. Und jetzt müsst ihr einfach euer neues nehmen und hier einmal drauf machen und die Schraube hier einfach so weit hier festziehen. Und dann ist das eigentlich hier auch schon installiert, wie ihr sehen könnt. War auf jeden Fall super easy und schnell erledigt. So, wir sind jetzt auch hier am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch hier das Thermostat und den Gateway vom Inkbird etwas näher vorstellen. Dabei handelt es sich hier noch nicht um einen Langzeittest. Dazu muss ich noch ein bisschen damit rumspielen und werde dann gegebenenfalls noch ein Video hinterherbringen, wie sich das Ganze hier mit der Zeit entwickelt und ob es Positives oder Negatives dann zu berichten gibt. Aber so vorneweg her schon, vom ersten Eindruck her, finde ich das Set auf jeden Fall sehr schick. Also die Geräte sehen sehr gut und modern aus. Sie lassen sich auch sehr einfach bedienen. Die App gefällt mir auch schon mal super. Sie ist schön aufgeräumt, bunt gehalten und man findet alles sofort. Außerdem ist auch die Installation sehr einfach. Das habe ich euch ja auch gezeigt. Und ja. So, das war es dann eigentlich, wie gesagt, von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ein Abo wäre super. Das würde mich auf jeden Fall motivieren, hier weiter Videos für euch zu machen. Und an dieser Stelle, wie immer, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.